Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 3 Uhr nachts Challenge. Ihr wolltet unbedingt, ich weiß auch nicht warum, aber ihr wolltet unbedingt, dass ich eine neue 3 Uhr nachts Challenge mache. Und ich habe euch ja vor einer Weile gefragt, ob ich mit euch zusammen den Weihnachtsbaum schmücken soll. Und da ich ja so einen Weihnachts-Countdown mache, bin ich auf die beste Idee ever gekommen. Nicht, Leute, ich habe Angst. Das ist das erste Mal, dass mir sowas Angst macht. Und zwar, ich dachte mir, okay, damit ihr euren Wunsch erfüllt bekommt und diejenigen, die auch gerne wollen, dass ich den Weihnachtsbaum mit euch schmücke, weil das ist bitter nötig, Leute. Wir haben fast Weihnachten und der ist noch nicht aufgestellt, ja. Dachte ich mir, ja, kombiniere ich das Ganze und wir machen das einfach mal um 3 Uhr nachts, um zu schauen, ob irgendwas Gruseliges, Unnormales passiert, was ich nicht hoffe, Leute. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Plätzchenbacken ging dezent schief, Leute. Danach hatte ich diese komische, unheimliche Kissy-Missy-Puppe, die hier immer noch rumliegt. Die habe ich aber da hinten hingeworfen. Die soll nicht in meine Nähe kommen. Normalerweise müsste die auch direkt ab in die heilige Waschmaschine. Genauso wie der hier, dieser Freund, der einfach mal hier auf diesem kleinen Mini-Kamin rumchillt. Es hat aber einen bestimmten Grund, warum er hier sitzt. Ich werde es euch heute auch verraten, dachte ich mir in diesem 3 Uhr nachts Video, weil ich schuld euch das noch. Auch wenn ich gerade nicht irgendwie drehe, hier passieren so seltsame Sachen. Hier fällt irgendwie gefühlt immer irgendwas runter und ich weiß einfach nicht, was es ist, weil ich finde da nichts. Aber irgendwie dieses Geräusch, wisst ihr, was ich meine? Als würde irgendwas runterfallen, aber ich weiß nicht, was darunter gefallen ist, weil da nichts liegt. Normalerweise würde doch irgendwas auf dem Boden liegen oder so. Jetzt auch zum Beispiel gestern erst war es so, ich lag im Bett, ich habe noch so ein bisschen YouTube geguckt, aber ich hatte nur einen Kopfhörer drin. Und plötzlich bin ich so zusammengeschreckt, weil es einfach richtig heftig geklopft hat. So bam, bam, bam. Und ich dachte mir, hä, ist irgendjemand an der Tür? Warum so spät? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie spät es da war. 0 Uhr, 1 Uhr so um den Dreh, glaube ich. Ey, ich hatte so Angst, Leute. Ich bin dann zur Tür. Da war niemand. Ja, auf jeden Fall freue ich mich aufs Baumschmücken, aber nicht um 3 Uhr. Nein. Ich hasse diese Uhrzeit. Leute, das war eure Idee. Eure, okay? Das ist auch noch zur Dämonenstunde, ja? Wenn die Geister besonders aktiv sein sollen. Nein, danke normalerweise, aber ja gut. Ich hoffe nicht, dass der Elf und der Chef sich wieder bewegt. Weil er bewegt sich dauernd. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr 3 Uhr und Mitternacht auch total creepy findet. Und mit mir zusammen den Baum schmücken würde, damit ich nicht ganz so alleine bin. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ich noch so um 3 Uhr nachts mal machen, ausprobieren sollte. Was war das? Habt ihr es gehört? Das klingt schon wieder. Auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Unheimliches mal erlebt habt. Mit Hashtag Spooky Sunday, wenn ihr am Sonntag dabei sein wollt. Und nee, wenn ich noch was anderes um 3 Uhr nachts ausprobieren sollte. Nein, danke. Nein, danke, lasst das mal lieber. Ihr habt ihr es gehört? Genau das meinte ich, Leute. Diese komischen Geräusche. Man hat das Gefühl, irgendwas ist hier. Aber ich weiß nicht was. Ich habe übrigens gerade die Girlande hier an, deswegen ist es hier so hell. Fluffy war das bestimmt nicht. Nee, die sitzt da in ihrem Körbchen, also in ihrer Höhle. Schon Angst, das hier zu machen. Ich bin jetzt unten, hier ist nichts. Auf der Treppe war nichts, im Flur war nichts. Richtig komisch. Ja, egal. Also, oh wow, noch 3 Minuten. Das heißt, ich stelle schnell die Kamera hier hin, weil ich muss den Weihnachtsbaum hier rüberschieben und dann beginnen wir einfach zu schmücken. Fängt ja schon mal richtig gut an. Ja, hallo Fluffy. Fluffy richtig am Durchdrehen hier. Und dort werde ich den Weihnachtsbaum hinstellen. Ich glaube, das ist ein guter Platz. So, Leute, wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Gutes Gefühl, so richtig alleine zu sein. Und ich baue den Baum auf. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme, weil der ist eigentlich größer als ich. Noch sieht der klein aus, aber ich glaube, wenn ich denn den Maßen trauen kann, die online standen, dann ist der viel, viel größer als ich. Oh, das geht gerade so smooth durch. Oh mein Gott. Sag mir, dass du verrückt bist, ohne zu sagen, dass du verrückt bist. Leute, ich bin durch. Ich bin echt durch.
Ich hoffe, er sieht gut aus. Aber eigentlich sieht es schon sehr realistisch aus. Also, ich mag es auch total gerne, wenn da Schnee drauf ist. Also, ich hoffe, der ist schön. Feiert ihr auch meine Schlappen hier? Ich finde meine Weihnachtsschlappen richtig nice. Die erinnern mich total an Arthur Weihnachtsmann. Wie hoch willst du springen? Beschütze mich bitte. Wenn ein Geist oder so kommt, dann bell ihn an oder so. Dicker Schneeball. Wie soll ich das rausbekommen, wenn es einfach so klappt? Ist es überhaupt richtig, dass ich jetzt irgendwie so ein Teil hier in der Hand habe? Erstmal Teile vom Baum hier irgendwie raus. Boah, ist so schwer. Ecki und aufbauen funktioniert immer richtig super. Hier gibt es auf jeden Fall eine Bauanleitung. Und ich bin irgendwie gefühlt voller Schnee. Wegen dieser Anleitung hier. Ah, funktioniert schon irgendwie. Ja gut, Becky dezent überfordert beim Weihnachtsbaum aufbauen. Okay. Ich glaube, das ist das Teil, oder? Weil hier ist irgendwie so eine Lichterkette. Nee, das ist das obere Teil. Ups. Okay, das fällt schon mal weg. Wie machen wir das rein? Wow. Ey, das geht ja voll leicht. Oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie komplizierter vorgestellt, aber... Boah, guck mal, wie groß der ist. Ich glaube, das Ding steht jetzt erstmal. Es ist halt noch nicht hier zurechtgebogen, ne? Aber eigentlich perfekte Höhe, weil da oben ist noch Platz. Da kann auf jeden Fall noch ein Stern hin. Ich habe manche gesehen, die haben das bis an die Decke. Ich finde, auf dem Weihnachtsbaum gehört ein Stern. Findet ihr nicht? Postet mal jetzt ein Stern-Emoji, wenn ihr der Meinung seid, auf einen Weihnachtsbaum gehört ein Stern. Wenn ihr den Weihnachten feiert, ja? Mahlzeit? Ja, Fluffy hat gerülpst. Ich muss immer so lachen, wenn sie das macht. So, und das muss, glaube ich, jetzt verbunden werden irgendwie mit dem Baum. Mal gucken. Es funktioniert! Oh mein Gott! Der kann auch blinken, Leute! Ah, endlich! Der Baum steht! Wie Fluffy auf meinem Schoß sitzt. Boah, Beckys chaotisches hier Weihnachtsbaum schmücken, ey, ehrlich. Also, es funktioniert am Ende, Leute, aber irgendwie geht alles immer schief. Eltern, ne, die haben immer so einen ganzen Plan, wie der Weihnachtsbaum aussehen soll, ne, und es funktioniert auch irgendwie alles. Am Ende sieht der richtig schön aus. Außer ihr habt Eltern, die so einfach irgendeinen Weihnachtsbaum zu Hause haben wollen, egal welchen. Ich glaube, den kann man jetzt erstmal so lassen. Ich bin recht zufrieden damit. Aber bevor wir jetzt ans Schmücken gehen, Leute... Kommen wir jetzt zu dem Elf on the Shelf. Ich erzähle euch, warum der jetzt bei mir ist. Okay, Leute, gehen wir jetzt mal eben hoch. Oh mein Gott. Oh yeah. Hä? Leute? Wo ist er? Wo ist er? Er ist weg. Moment mal. Habe ich das gerade richtig gehört? Ich bin gerade dabei, das ganze Videomaterial zu sichten und für euch zusammenzuschneiden, damit das Video nicht ewig geht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich gerade, als ich das mit Kopfhörern gehört habe, dass sich das anhört wie 19 Uhr. Habt ihr das auch gehört? Vor allem, als ich oben war, hörte sich das eher so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Nicht wie eine Stimme. Die Stimme habe ich gar nicht gehört. Die ist jetzt erst auf der Videoaufnahme. Wie gruselig ist das bitte? Ich habe weder eine sprechende Uhr, noch war es 19 Uhr, Leute. Es war 3 Uhr. Was war das? Leute, habt ihr es gehört? Hallo? Warum ist der Elf weg? Wie kann er weg sein? Hä? Der Elf von der Chef war doch oben, Mann. Wie geht das? Warte, was? Oh mein Gott, Leute. No way. Oh mein Gott. Leute, der Baum. Der Baum liegt hier. Mit dem Elf von der Chef. Der war oben. Ihr habt es ja selber gesehen. Das bewegt sich sogar noch. Seht ihr das? Der Baum macht so komische Geräusche. Als würde er sich noch so leicht bewegen. Es muss dagegen geknallt sein. Ey, warum schmeißt er den Baum um? Und wie kommt er von oben hier runter? Ich bin doch die Treppe hochgegangen. Ey, das wird immer gruseliger mit dem. Vor allem, ich wollte euch nur erzählen, was passiert ist. Aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Ist mir egal. Ist mir egal, was jetzt passiert ist. Ich erzähle euch einfach, was vorher geschehen ist. Hier gibt es einen kurzen Rückblick. Da steht einfach mein verdammter Elf. Ich mach so die Tür auf. Da ist niemand. Nur das. Und da ist noch ein Zettel drin. Irgendwas steht da. Was ist das? Warte, da ist noch eine Zuckerstange. Und warte, da steht was.
Have a Naughty Christmas? Was ist das für ein Buch? Steht hier gar nichts drin? Hä? Hat das irgendwas mit der F- und der Chefnummer zu tun? Das ist doch kein Zufall mehr. Rita, da steht mein Name! Hallo Rebecca, setz den Elfen bis Weihnachten an einen Ort, wo er dich immer im Auge hat. Und du kommst vielleicht auf die Liste der Artigen? Ist da eine Kamera drin? Als es passiert ist, habe ich einfach die Kamera rausgenommen und drauf losgefilmt, weil... Ja, das stand einfach vor der Tür. Ich dachte mir, okay, weil ja die verfluchte Nummer mich angerufen hatte und so weiter. Ich habe ihn dann dahingestellt, um auf die Liste der Guten zu kommen. Und danach sind so merkwürdige Sachen passiert. Ich weiß nicht. Hat das irgendwas mit der verfluchten Elf- und der Chefnummer zu tun? Meint ihr, irgendwas ist in dem Ding drin? Ich habe keine Ahnung, aber das bewegt sich. Ihr habt das ja selber gesehen. Der kommt jetzt nach oben. Wenn er wieder nach unten kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann breche ich die Challenge ab, ey. Das ist nicht mehr normal. Der saß oben auf diesem Kamin. Kommt jetzt hier oben wieder rauf. Und wehe, der bewegt sich wieder. Ich krieg die Krise. Ich krieg echt die Krise. Gut, dass ich die Lichter angelassen habe, ey. Da habe ich es direkt gesehen. Ich lasse das jetzt auch da oben an. Na super. Und das Ding müssen wir jetzt erstmal wieder aufstellen. Oh mein Gott. Okay, dekorieren wir jetzt einfach mal. Ich habe hier eine Box mit solchen Kugeln drin. Die sind richtig schön. Die habt ihr ja auch in dem einen Video gesehen. Das sieht so aus wie Eis. Richtig cool. Wenn der nochmal umfällt, ne, ich dreh durch. Weil dann gehen die kaputt. Dann bin ich sauer. Dann ist Becky sauer. Habe ich ja gesagt, dass ich diese Ballerinas total schön finde. Davon habe ich natürlich auch welche mitgenommen. Dann habe ich noch solche hier gefunden. Sehen irgendwie so aus wie Seesterne. Keine Ahnung. Sehr pieksig, aber ich fand die ganz cool. Ihr denkt wahrscheinlich, ich schmück den Baum komplett weiß. Aber nein, das ist Gold, Leute. Wirklich jetzt, es ist Gold. Nur so ein ganz helles Gold. Oben kam irgendwas. Hallo? Was war das? Hier wird immer gruseliger. Ich glaube, hier neben der anderen Kugel sieht man den Unterschied, oder? Ja, das ist so ein ganz helles Gold. Ich weiß echt nicht, was das gerade war. Es hörte sich verdammt gruselig an. Also der Baum sieht schon ein bisschen farblos aus. Irgendwie fehlt da noch was. Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Hey, was war das? Also unten ist nichts. Hey, wenn der sich wieder bewegt hat, ne, ich dreh durch, Leute. Oh mein Gott, was macht der da? Hier, die Kamera ist umgefallen. Und er sitzt da! Hey, was ist los heute? Schaut euch einfach mal an. Allein wie der guckt. Und dann sitzt der da so. Das ist wahrscheinlich das, was ich gehört habe. Die Kamera ist einfach mal umgefallen. Normalerweise steht die da oben drauf. Und daneben sitzt er. Ey Leute, ich glaube, ich breche ab. Ehrlich, es passieren so merkwürdige Sachen, das ist nicht mehr normal. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Sollte ich vielleicht am Adventssonntag irgendwie den Elf und den Chef nochmal anrufen? Meint ihr, es wäre eine Idee oder was soll ich machen?